Ja, hallo und willkommen an diesem Montag zu meinen neuen Bit- und Blog-News. Was ist diese Woche alles passiert? Also aus meiner persönlichen Sicht kann ich sagen, ich habe mein erstes internationales Podcast-Interview geführt. Es hat mich vorher reichlich nervös gemacht, aber es ist Teil meines neuen Bitcoin und Co-Podcasts zum Thema digitales Geld verstehen und nutzen. Und dieser Podcast wird Mitte Juli in etwa erscheinen mit den ersten drei Folgen. In der ersten Episode geht es um das Thema, was ist überhaupt Bitcoin? Ich erkläre die Bitcoin-Blockchain und was das alles bedeutet. In der zweiten Folge gebe ich ein Interview wieder, das ich im Frühling gegeben habe, wo es auch um allgemeine Themen rund um Kryptowährungen, Blockchains und Bitcoin geht. Und im dritten Podcast, in der dritten Podcast-Episode, dann wird mein erster internationaler Gast zugegen sein. Letzte Woche habe ich das Interview mit ihm geführt. Und zwar ist es Seyfeddin Amos. Er ist der Autor des Buches Der Bitcoin Standard, also The Bitcoin Standard. Es gibt das Buch derzeit leider nur auf Englisch und noch nicht auf Deutsch. Und das Buch wird in der Bitcoin-Szene bei den richtigen Bitcoin-Fans hochgelobt. Und ein Hauptteil ist eine Einführung zum Thema, was ist Geld überhaupt, wie ist Geld historisch entstanden, welche Funktionen hat es. Und vor allem arbeitet Seyfeddin Amos sehr gut heraus, wie Bitcoin jetzt eine neue Art von digitales Gold werden kann, beziehungsweise woher der Bitcoin eigentlich wirklich seinen Wert nimmt. Ich kann das Buch allen nur empfehlen und wie gesagt, weitere Informationen dann im Podcast, den wir gerade schneiden und transkribieren. Was gibt's noch Neues? Ein weiterer Gast meines Podcasts, auf die freue ich mich dann ganz besonders wird Shermin Foschengier sein. Sie ist die Gründerin des Blockchain Hub Berlin und jetzt auch Direktorin des Instituts für Kryptoökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie wird mich dann im Herbst erst besuchen, aber warum spreche ich über sie? Sie hält sehr gute Vorträge zu dem Thema und sie hat einen aktuellen Artikel im Internet, der sich mit dem Thema befasst, warum Bitcoin keine herkömmliche Währung ist und was es eigentlich sonst noch alles ist. Den Link dazu, den findet ihr dann unterhalb, unter dem Video. Ein großes Thema im Moment ist für viele auch der Kursverfall. Also Bitcoin ist in etwa gerade so 5.200 € wert, glaube ich. Ja, nach einem großen Aufwärtstrend im letzten Jahr und Ende letzten Jahres muss der Kurs halt dann auch irgendwie wieder sinken. Es sind voriges Jahr, Ende des Jahres, sicher sehr viele Leute eingestiegen, die kurzfristig Geld verdienen wollten, die sogenannte FOMO hatten, also die Fear of Missing Out, also die nicht zu spät kommen wollten, die unbedingt noch dabei sein wollten, aber vermutlich relativ wenig Ahnung und auch wenig Glauben in die Bitcoin-Blockchain und in andere Kryptowährungen haben. Weshalb sie, sobald der Kurs zu sinken beginnt, ihre Coins verkaufen und wieder aussteigen. Und da beginnt sich natürlich eine Dynamik, wo immer mehr und immer mehr aussteigen, weshalb der Kurs sinkt. Zusätzlich ist es so, dass in den letzten Wochen die Behörden genauer hingesehen haben zu den verschiedenen Coins und vor allem auch zu den ICOs. Ob die jetzt als Sicherheiten zu bewerten sind oder als Tauschmittel. Und die großen institutionellen Anleger warten mit Sicherheit auf mehr Klarheit, auf mehr Rechtssicherheit, bevor sie mehr in Bitcoin und in andere Kryptowährungen investieren. Hier gibt es auch noch einen Artikel von Nikolaus Jilch dazu aus der Presse. Ebenfalls findet ihr den Link unterhalb. Ja, das ist es jetzt mal so kurz und knapp für heute Montag. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis bald.